Ich wette, es ist total offensichtlich, wo ich hin muss. Und ich sehe es nur nicht. Ich gerade nicht, aber okay. Ah, wenigstens kann man einen Stuhl reinschmeißen. Jetzt gucken wir erstmal was mit dem. Oh, toll, der Stuhl bleibt auf einer beweglichen Plattform liegen. Yep. Sie ist legit. Yep. Ja. Damit hat Bernd deine Attentat verhindert. Warum eigentlich Bernd? Keine Ahnung. War der erstbeste Name, den mir für den Stuhl eingefallen ist. Ich würde es Herbert nennen. Ich nehme es Herbert. Okay, dann hat Herbert deinen Plan verhindert. Also hat Steve ihn immer genannt. Bei Steve war das Herbert. Ah, ich könnte es mal mit der Tür hier versuchen. Für die ich gerade anscheinend nur zu blöd war, sie irgendwie aufzukriegen, aber okay. I'm off the market. I will cry all the way home. I will have none. I will have none. Ah, okay. Okay. Wir machen Fortschritte. Ging vorhin aber noch nicht auf. Ich dachte, sie ging nicht auf, aber ich habe mich wahrscheinlich nur blöd gestellt. Ja, du musst es wirklich in den Stuhl reinschmeißen. Weiß ich nicht. Unwahrscheinlich, aber, jetzt ich dachte eigentlich, die ging nicht auf, so wie das aussieht. Schon, aber jetzt sind die Türen hier nämlich auch auf. Ja, toll. Aber das, da hätten sie auch gleich aufmachen können, ganz ehrlich, weißt du, da musst du extra nochmal durch den Mittelteil latschen. Ja. Damit dann da die Türen offen sind. Natürlich, neuer Tagebucheintrag. Metallisches Klicken beim Abkühlen und Kontrahieren. Dies muss die merkwürdige Maschine sein, von der mir mein neuer Freund erzählt hat. Wenn meine Kinder diesen Ort entdeckt haben, ist es absolut vorstellbar, dass sie entzückt von ihrer Entdeckung weiter nach unten gestummert sind. Na schön, anscheinend ist mir der Weg schon vorgegeben. Der Abstieg beginnt. Na toll. Nur wegen diesen scheiß Belgern, also ich schwör's dir, ne? Meine Kinder, die werden alle eingesperrt. Okay. Also die ist definitiv abgesperrt. Mehr kann ich die Maus nicht bewegen. Oh, lass uns da rein, lass uns da rein. Komm schon, ich will da rein. Da kreischt irgendwas. Irgendwie glaube ich, ich glaube immer, dass Kreischen nicht so gesund ist. Hey, sie haben ein Steinei gefunden. Das ist schön. Was Kinder nicht alles finden. Kinder sind schon manchmal ein Segen. Oder auch nicht. Eher nicht. Aber jetzt geht's weiter, weiter. Schön. Weiter, weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben. Gegen das steigende Wasser verkroch sich Welk. Nach Schippeberge kaum wie die Wochen vergingen. Der Wellengang brachte sie fast zum Kentern, aber sein Fieber hielt es über Wasser. Im Dunkeln sein Lied verblühend. Aha. Faszinierend. Bin ich jetzt tot? Ne, ich sehe noch sehr lebendig aus. Gut, vermutlich bin ich in Wahrheit die ganze Zeit über schon tot, aber egal. Ja, ich würde sagen, ich sitze hier unten fest. Schade. Come on, slow boat. It's this way. It's this way. Oh, fick dich, Kind. Gefangen. Dass ein Trick war, diese Stimme am Telefon, die mir so nahe erschien, die mich so gut zu kennen schien, führte gar im Geheimen Schändliches im Schilde. Aber habe ich denn eine Wahl? Auch wenn mir seine Motive verborgen bleiben, so muss ich dennoch meine Jungs finden. Solange sie mich zu Edwin und Enoch führen, würde ich den Maschinen bis zum Mittelpunkt der Erde folgen. Der Boden vibriert. What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, Mantis. Through the piston room and into the tunnels. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. But you must be swift, my little friend. Irgendwie wette ich, dass wenn ich meine Kinder finde oder auch nicht finde, sie dann sowieso schon tot sind. Vermutlich sind meine Kinder jetzt schon tot.
Okay. Faszinierend. Da gerade was gelaufen. Okay, langsam kriege ich Angst. Langsam will ich nicht mehr spielen. Jetzt wird es nämlich langsam gruselig. Verblüffend, die Tore sind viel zu schwer, als dass ein Mann sie anheben könnte. Stattdessen werden sie mit Hilfe einer um ein Rohr gewickelten Kette hochgezogen. Das Rohr scheint von Motoren rotiert zu werden, die mit diesen elektrischen Schaltern verbunden sind. Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, kann sie der Motor nicht drehen, was die Tore zu einem unüberwindbaren Hindernis machen. Ja, na schön für dich. Na gut. Na ju. Dann mal weiter ins Verderben, würde ich sagen. Hä? Die erkennen das gerade nicht. In welche Richtung ich das Ding drehen muss. Nach unten, oder? I don't know. Was macht denn das Ding? Nach unten, oder? Ja, doch, stimmt schon. Das ist toll. Ja. Gut. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Hier, Telefonmann, telefonier mit mir und sag mir, was ich machen soll. Toll, bäh. Wahrscheinlich ist es mal wieder voll offensichtlich und ich bin dran vorbeigerannt. Wie immer. Hat was gepluckt. Ich würde sagen, ich muss eine neue Sicherung finden. Ach so. Würde ich jetzt von spontan vermuten. Aber wo? Ich kann es mal mit dem Ding hier versuchen. Ja! Ah! That's very nice! Und wahrscheinlich, wenn ich dann durchlaufe, geht's wieder zu und macht Wuff. Bitte was? Was ist das für eine Frage? Vor allem 10er Fame. Es ist so ein Klotz von der Sicherung und dann, ja. Ein 10er Fame. Seems legit. Eindeutig. Vor allem für die Maschine. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich jetzt eigentlich hier tun soll. Ich vermute einfach mal hier hochlaufen. So. Was müsste denn das Tun gewesen sein? Oder irgendwas mit. Ich mache Fortschritte.
kann ich eigentlich. Ich habe vorhin irgendwas von wegen Dings nachgucken. Egal. Alter. Könnten wir uns nicht darauf einigen, dass das Spiel mich nicht mehr erschreckt? Meine Nieren halten das gerade nämlich nicht aus. Ich find's nicht lustig. Das tut echt weh. Ja, solltest du keine Horrorspiele gerade spielen, wenn du das richtig diese sind. Ja. Du sagtest, ich soll ein Horrorspiel spielen. Nur weil du mir sagst. Du hast auch ein Horrorspiel. Ich weiß nicht, dass es so einen negativen Effekt auf deine Gesundheit hat. Ich muss ja eh gleich weg. Ja. Ein paar Minuten noch. Scheiße. Making progress, making progress. Ah, da waren die Kinder, ey. Ich bin voll erschrocken jetzt. Follow us, Papa. We know the way. Schön, dass wenigstens einer weiß, wo es lang geht. Echt freiwillig würde ich hier, glaube ich, keinen Fuß reinsetzen. Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rip it out now. There. It will be fine. You just need to lie down. Enoch, look to your brother. How many times have I told you not to play in the cellar? Boing. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich vermute mal eigentlich nicht hier runter. Oder? Weiß es nicht. He'd come. Ist hier nicht gerade schon, weil hier gerade nichts? Egal. Blick irgendwie gerade eh nicht mehr durch bei dem ganzen Zeug. Ich möchte hier nicht sein, ich möchte hier bitte raus. Ah. Sehr gut. Okay. Ah. Okay.